Wir haben uns auf jeden Fall ein Medipack. Ich glaube nicht, dass wir da oben weiterkommen, ehrlich gesagt. Sondern, dass wir ins Wasser fallen müssten. Ich glaube, das Medipack ist einfach nur da, damit man irgendwie eine Art Ziel hat, dass man da rüberkommen sollte. Oder ich liege komplett falsch und da unten ist genau nichts. Das kann auch gut sein. Gut, die Tür hat einen Griff, von daher. Oh! Warte mal, dann interessiert mich mal eben, was da unten denn noch zu finden ist. Ups. Da gibt es schon was. Vor allem wahrscheinlich tot. Was ist jetzt los? Ich habe nur auf die Leertaste gedrückt. Hallo? Liebes Spiel. Okay, sie will nicht es blinkt herum. Sie will also nicht unter Wasser die Waffen ziehen. Dann muss ich das Spiel, glaube ich, mal eben beenden und neu starten. Bis gleich. Ach nee, offenbar doch nicht. Huch. Halt. Irgendwo eine Meldung. Oh, ich konnte gerade in das Vieh sehen. Irgendeine Meldung kam dann gerade. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert noch. Aber es zeigt zumindest noch das Aufnahmesymbol an. Von daher gehe ich da einfach mal von aus. Ja. Ja, du Viech. Schön, dass du da bist. Lalala, lalala. Jetzt wäre halt die Frage, was da oben noch gewesen wäre. Ja, Vieh. Das ist total schrecklich, dieses Biest da unten. Es hat uns so viel Schaden zugefügt. Nein, Lara, nicht. No. Ich war nicht mal in der Nähe der Leiter. Also, da darf man echt nicht nach vorne drücken. Hi. Na! Verdammt. Weapons, Weapons. Da darf man echt nicht in die Nähe davon. Das ist der schwierige Teil, wenn quasi. Ja, du Viech. Wenn quasi das Spiel versucht herauszufinden, was du eigentlich willst. Das liegt ja nicht immer ganz richtig. Nicht zwangsläufig. Hi. Oh. Schade. Es ist immer. Also ich gehe jetzt mal hier lang, ne? Haben wir hier irgendwie schlechte Luft? Es ist immer schade, wenn man quasi anhand irgendwelcher Spielmechaniken ein bisschen frustriert wird. Ach, kommen wir von der anderen Seite hier rein. Ah, okay, okay. Wir hätten da nicht durchtauchen brauchen. Machen wir das. Hi. Kaputt. Das geht zumindest angenehm schnell. Ja, wir hätten gar nicht darunter gehen brauchen. Da durchschwimmen brauchen. Vielleicht kommen wir da. Wobei, ich weiß nicht, ob wir da noch lang müssen. Wir haben zumindest eine Chance, egal ob wir die Leiter kriegen oder auch nicht. Ob wir geschickt genug sind oder nicht, haben wir die Chance, hier lang zu gehen. Von daher, wir können von hier auch wieder ins Wasser rein. Von daher ist es eigentlich vielleicht egal, was genau wir hier machen. Wie wir hier genau vorgehen. Kann ich mir gut vorstellen. Da können wir hochklettern nach vorne, theoretisch. Heißt es, wir haben hier auch mehrere Möglichkeiten zum Entlangkommen? Das wäre total crazy. Und ich hoffe mal sehr, dass die Aufnahme noch läuft. Ansonsten wäre das ziemlich doof gerade. Okay, wir müssen da also auf der anderen Seite lang. Alles klar, hier ist nur ein bisschen Krempel. Krempel, Zeug und Gedöns. Die heiligen drei Besitztümer, die man so braucht. Ganz krass wird's, wenn man die Sachen kombiniert und Krempelzeuggedöns bei rauskommt. Das ist quasi das Wertvollste, was man jemals haben kann. Ach, da oben. Achso. Da oben ist man lang. Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Er sieht so auffällig aus. Von daher denke ich mal, dass wir da hin müssen. So, Laura, Laura.
Selbst hier muss ich mich jetzt nicht mal ducken, damit ich an die Wand komme. Also schleichen, damit ich an die Wand komme. Damit sie sich da selber ranpresst. Irgendwo ran... okay. Das war welche giftigen Gase. Ich bin mir immer nicht sicher, welche Gase einen umhauen, welche nicht. Das ist, finde ich, nicht mehr so ganz eindeutig. Ehrlich gesagt. Aber wo kann ich die deaktivieren? Die Rohre kommen von unten, ja. Aber ich glaube nicht, dass das hier, ne? Die Lösung sein kann. Ich werde es trotzdem mal probieren. Dass wir da hingehen. Ne, hier kommt von nirgendwo was. Da kommen wir durch, da sind wir rausgekommen hier. Hier kommen wir auch wieder hoch, aber das bringt am Ende auch nicht viel. Außer ein paar Schmerzen vielleicht. Ja, schauen wir mal. Welche scharfschütztechnischen Sachen haben wir auch noch nie gemacht. Ne? Dass wir bestimmte Punkte quasi abschießen müssen, damit wir irgendwo in der Ferne was deaktivieren können. Solche Sachen haben wir bisher noch gar nicht gehabt, meine ich. Von daher kann auch hier eigentlich nicht die Problemlösung sein. Aber von da oben, von der Plattform, da war überall ein Zaum drum, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen ja eigentlich dahin, wo das Gasleck da gerade war. Gehe ich mal von aus. Hier hat man aber auch nichts zum Deaktivieren, oder? Dass wir da irgendwas machen konnten. Ich meine, hier ist auch genug Gas drin, deswegen wundert mich, dass hier das alles kein Problem ist und da vorne dieses kleine Pönöpelchen, dass das da so solche Probleme macht. Dass das hier mehr oder weniger so ein Trial-and-Error-Prinzip ist, dass man da eigentlich nicht komplett ohne Sterben, wenn man es nicht weiß, was passiert, durch das Spiel kommt. Behaupte ich einfach mal. Weil man einfach mal probieren muss, wo man lang kann, was jetzt gefährlich ist und was nicht. Ich werde nochmal rüber. Ich werde nochmal oben gucken, ob da noch was ist. Das geht keinesfalls. Was auch immer das für ein Gas ist, dass wir da spontan komplett krepieren. Da unten liegt noch Munition. Ah, okay, da unten ist ein Rädchen, an dem wir drehen können. Das habe ich jetzt aber nur gesehen, weil da die Munition geblinkt hat. Dass wir hier überhaupt drauf könnten. Warum auch immer man hier so ein Rad hin platziert. Muss der Hausmeister da ständig auf dem Rohr hier herumlatschen? Ist ja eigentlich auch nicht so die feine Art. Ne? Dass auch nicht nur der Mensch, sondern auch die Leitung es nicht so gut findet, wenn auf seinem Rohr herumgelatscht wird. Haha. So. Machen wir das jetzt. Immerhin ist es... Ja, nur, da ist die Wand. Siehst du ganz richtig. Hast du, willst du, kannst du? Ja. Vielleicht, also wäre nett, wenn du da jetzt genau... Mal gucken, wie wir da jetzt hochkommen. Also im Moment bin ich ja gerade mal froh, dass es doch relativ linear wieder ist. Wir hatten zwar in Paris selber da diese relativ offene Welt, von wegen, dass wir, also ne, den Innenstadtbereich, ich will nicht sagen, dass das eine offene Welt war, aber dass wir da zumindest zu verschiedenen Stellen hinlatschen konnten, so ein bisschen rumgeeiert sind. Hier wird es, glaube ich, deutlich linearer. Von daher, das ist, kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein. Ich finde es gerade mal eigentlich ganz angenehm, dass ich mich quasi nicht verlaufe. Weil das ist meistens so die größte Schwierigkeit, wenn ich irgendein Open-World-Spiel spiele, dass ich oftmals keine Ahnung habe, wo ich gerade hin muss. Ich glaube, wir können hier klettern, oder? An den grünen Zeug. Das sieht so offensichtlich aus, beziehungsweise so aufdringlich vielmehr. Diese durchgehenden Streifen Grünzeug. Gut, die hätte man auch übersehen können jetzt, ne? Aber trotzdem. Ich glaube, das ging. Ich hätte mich schlimmer anstellen können. Immerhin dreht sie sich komplett um. Und wir müssen eine... Lara? Kommt sie da jetzt? Nein.
Okay, sie fällt da nicht drauf. Hätte man noch mehr zur Mitte kommen können? Man könnte... Ist die Frage, ob das da oben verbunden ist. Es sieht im Moment nicht wirklich so aus. Ja, wir können es probieren. Da ist aber kein durchgehendes Grün, soll ich behaupte ich mal. Dass man hier irgendwie noch mehr zur Seite hinkommt. Wir können das gern probieren, klar. Ansonsten wäre natürlich mehr Ausdauer schön, aber die haben wir auch gerade mal nicht. Dass ich jetzt versuche, dass ich hier vielleicht schon komplett nach links gehe, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sehr wahrscheinlich. Ne. Mal gucken, ob das da oben funktioniert, dass ich da irgendwie schräg noch rüber kann. Ich versuche nach rechts zu drehen, aber es... Okay. Da kommt sie nicht wirklich voran. Wie mache ich das denn da? Wo muss ich denn jetzt hin? Zu der Plattform wäre sinnvoll, aber... Da hinten geht schon mal nicht hin. Hä? Toll. Ach, liebes Spiel. Ach, liebes Spiel. An sich mag ich dich ja, aber du hast ein paar komische Stellen. Beziehungsweise, ich finde es eigentlich ganz schön, wie das Spiel halt präsentiert wird. Von den Zwischensequenzen, von den... vom Design von diesen ganzen Gegnern hier. Okay, da komme ich nicht direkt hoch. Aber es hat dann doch seine erkennbaren Schwächen. Ja, hättest du auch weiter oben festhalten können. Kann ich hier denn wenigstens rüber? Ja, das geht. Ich habe gerade keine andere Taktik, ne? Deswegen versuche ich es einfach nochmal. Vielleicht habe ich da irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht. Das kann ja auch sein. Dass ich irgendwie versuche, hier rüber zu kommen oder sowas. Wobei da die Zeit nicht für ausreichen wird. Naja, sie hängt da immer sofort vorne fest. Und da hängt sie auch in dem Bereich fest. Ha! Also wenn ich hier lade, ne, wir würden ja nicht sterben, von daher, ich spare einfach nur mal Zeit gerade hier. Nicht, dass der gemeckert wird. Ich kann nicht an der Schiene vorbei. Ich kann auch nicht komplett auf die andere Seite dadurch. Ich kann eigentlich überhaupt nichts. Ich kann versuchen, dass ich nicht direkt nach oben komme, sondern dahin komme. Aber da, ich weiß nicht, wo ich da... Das ist ja noch weiter hinten, das ist ja noch weiter... In die Richtung da. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Mal so gesehen. Oder... da hinten sind auch noch die Lianen, aber da... Okay, da ist kein Boden. Also hier die Rankpflanzen. Ich glaube, sonst komme ich auch nirgendwo an diese Pflanzen ran. Als dass ich mich da hochhangeln könnte. Meine ich doch. Da unten auf das Rohr raufspringen wäre nett, dass ich da auf die andere Seite komme. Aber ich glaube, ich probiere das einfach mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Es ist zwar, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ja, das war schon mal zu weit. Es wäre komisch, wenn das der richtige Weg wäre. Halt. Das kriegen wir noch hin, hoffe ich. Na, sie will da nicht wirklich drauf stehen bleiben. Oder sie hatte zu viel Schwung jetzt. Das kann auch sein. Ja, Lara ist ja gut. Ich glaube, wir müssen da nicht hin. Ja, das war schon mal falsch. Okay. Ja, schön. Muss das so? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, eine Schleuse. Muss das so? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Weil dann hätte die Kletteraktion da oben irgendwie wenig Zukunft, wenig Sinn ergeben, sag ich mal.
dass man da lang klettern kann. Ich meine, es ist ja schön und gut, aber hä? Oder ist es einfach nur ein Zeichen gewesen von wegen, hey, du könntest hier klettern, aber du musst nicht. Hm. Ich hätte gedacht, man kommt hier oben dann an, irgendwie. Dass man vielleicht da, dass man quasi da an der Wand entlang hangelt, da vorne. Und dann hier in der Mitte rüber, da wo ihr Kopf gerade ist, bis dahin und dann hier quasi rüberspringt einmal. Rückwärts abspringen, dass die hier rüberkommt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe auch gerade mal wenig Motivation, das zu testen. Und das war hoffentlich der schnellere Weg, genau. Das war nicht der schnellere Weg. Dass wir von da aus quasi in diese Schleuse rein können, dann mit diesem eigentlichen Weg, hoffe ich. Weil das Rüberspringen, natürlich, es funktioniert, man hat es ja gesehen, aber das hat halt gedauert. Eigentlich sollte das nicht so wagemutige Sachen hier auf sich haben, damit das irgendwie funktioniert. Na toll. Na, herzlichen Dank. Na, also ich erinnere mich auch an solche Geschichten hier. War ich damals schon nicht so der Fan von. Also ich fand die Biosphäre hier, fand ich zwar nett, ne? Aber ich glaube, so ein paar Stellen waren so ein bisschen sehr seltsam. Hier sieht man auf jeden Fall, dass es eine Zugangsleitung hier gibt, die auch offensichtlich einsehbar ist. Hier mit ein paar Fenstern hier. Dass wir da so ein bisschen Pampe reinschmieren müssen. Wir müssen quasi die Pflanze, die uns da den Weg versperrt, einfach mal vergiften. Ne? Man macht ja sonst nichts anderes. Einfach mal die Wunder der Forschung, der Evolution hier einfach mal kaputt machen. Ne, hier neue Sachen, kenne ich nicht, will ich nicht. Bumm, kaputt. Wobei, naja, es versperrt uns den Weg vielleicht. Vielleicht liegt es daran, dass wir keine Freunde sind. Dass man da entsprechend im Weg steht. Oh. 5 Schalterchen. Ein Hebel an der Seite. Ich weiß nicht, was genau der macht. Im Moment nichts. Wahrscheinlich gibt er die Mischung einfach weiter dann, sobald die fertig ist. Ein paar Hinweise.